Added Chaos Damage ist ein grüner, wa? Added Chaos Damage ist ein blauer. Ist ein blauer, okay. Heißt, du musst da auch noch ein Chromatic draufpacken. Das kriege ich ja hin. Jetzt zwei Grün, zwei Blau drinne. So. Ich hab's gerade mal mit Chromadex umgeswitcht. Projectile Physical Damage? Kam das gerade als Antwort, oder? Nee, nee, aber wäre jetzt mal noch ein Vorschlag von mir. Ja, aber was hat denn die Falle mit Projectile Physical Damage zu tun? Also, ich schieße den Pfeil. Die Falle schießt den Pfeil. Nee. Doch, Die Falle macht sie. explodiert einfach. Sicher? Ja. Woher willst du das wissen? Weil auch die Arc-Falle den Blitz auslöst. Ja, auslöst. Aber das andere ist ja ein Projektil halt, was du vom Bogen aus anwendest. Also, Die Trap. wenn der Wise-Bark-Trap die Geschosse verschießt, dann wird das Teil auch den Poison Arrow verschießen. Ich Nur werde es da ich nicht das halt, durchsehen. ja. Aber könnte ich mir halt vorstellen. Auf jeden Also. Fall habe ich zwei Support-Gems frei, von denen die halt müssen. Ja, du kannst natürlich aber erstmal rauslassen, damit deine Kosten nicht gleich explodieren. Die werden sowieso gleich explodieren. Okay, ich bin ready. Same. Gut, dann gehen wir hier raus. Aus dem Gebiet nach oben. Können wir nicht leisten, schade. Okay, ich komme. Fapsen noch am Start? Glaub nicht. Er hat sich doch vorhin verabschiedet. Ja, aber er ist doch schon wiedergekommen. Doch, Wir haben ihn noch doch weiter schon wieder durchsieht. zurück begrüßt. Keine Ahnung, kenne mich mit Poison Arrow nicht aus. Ich würde einfach nach dem Guide gehen, den ich gelinkt habe. Okay, danke. Ja. Boss hier. Ey, die B-Trap macht so fucking viel Schaden, ey. Setzen wir jetzt eine Poison Trap. Ich habe keine Poison Traps. Er ist mit Level 22. Achso. Ach, du hast jetzt die Schuhe aber schon mal drin. Die Ah kann ne, ich du mit hast sie ja 22 zwar anziehen. bereit. Ah ja, genau. Nach da oben. Die Schuhe kann ich auf 22 anlegen. Ab 22 wird's lustig. Naja, dann machen wir jetzt in der Höhle noch schnell 22. Und der levelt sich ja ziemlich gut. Hier sind die Viecher, pass auf. Haben die denn hier Chaos Damage? Firestorm oder was? Scheinbar. Das ist ja mal ein cooler Skill, ey. Lass uns mal nach da rechts weiterlaufen. Vorsicht, ich mach die Kiste Hier auf. liegen mega viele Orbs. The Ja. Brian. Ich mach mal auf, ne? Jo. Dann kam ein Pfeil und sie waren alle tot. Ups. Braucht jemand von euch? Ich nicht, danke. Ne, ich auch nicht. Oh, massig Gegner. Und ein Boss. Energy Shield, Evasion Rating. Ey, what the fuck? Ey, hör mal zu. Meine Lightning Trap, ne, macht 9 bis 150. Die Wahl Lightning Trap macht 12 bis 235. Ja. What the fuck, Alter? Schrift rein. Doch, da unten geht's Kann weiter. Brian alle haben. Dabei habe ich auch schon einige. Ja. Da ist ein Gegner.
I have nothing more to give. Ist hier unten? Okay, hier ist Crossroad. Ja, ja, ich wollte wissen, wo es dann geht. Du willst die Höhle machen? Jetzt machen wir erstmal die Aufgabe hier und dann machen wir die Höhle. Das sowieso. Oh, Mega Boss, ne? Oh, der Combo-Set Bow könnte gut sein. Mach rein. Ey, ich krieg hier so fucking viel Erfahrung, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, mit zu tun. Hier oben Viecher. Hier oben sind Viecher. Ja. Oh, das ist ganz gut, aber komm mit deinem Bogen. Hat dein Bogen nicht dran. Ja, mein Bogen hat wahrscheinlich einfach ein zu hohes Item-Level. Und der hat halt doppelten Physik. Karlischen Schaden. Yay, fertig. Okay, dann können wir runtergehen zum Master. Ja, jetzt laufen wir halt hier oben entlang, dass wir die Höhle finden. Oder so. Also falls jetzt der Poison Arrow Trapper gleich failen wird mit Level 22, ne? Dann werde ich weiterhin bei der Kombination aus Fire Trap und Lightning Trap bleiben. Weil das spielt sich auch echt nice. Man kann es ja später diese Wild Trap ausprobieren. Genau. Ich hoffe zwar, dass er nicht failen wird, aber... Wobei du dann auch einfach mal... Weißt du, was du da mal machst? Dann gebe ich dir mal den Vice Spectral Throw. Du kombinierst die mit Lesser Multiple Projectiles und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Wieso soll ich das machen oder du nicht? Was? Naja, halt, dass es du in der Trap einfach mal ausprobierst. Weil ich hab. Ja. Dass die Trap dann Spectral Throw mit dreifach macht. Mit denen hier. Ja. Und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Weil du quasi halt die Möglichkeit hast, die Dinge zusammenzulenken. Darum geht's mir halt primär. Und schauen wir mal hier hoch, wa? Wo ist die fucking Höhle, Alter? Da ist hier runter. Hier runter, lass mal hier runter schauen. Hier ist die Höhle. Ja, schön, dann gehen wir doch da mal rein. Passt auf, der Gegner kann one-hitten. Ha 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 ha. Beneath the surface, braucht halt Bow plus 2 plus 1, der knallt in an agony of transition. Was? Hat Fabsi. Ja, Gott, meine Stimme. Bow plus 2 plus 1? Was? Wie meinst du das? Bin ich. The Bow? Als Bow equipped, okay. Und dann plus 2 plus 1, was heißt denn das? Meint er den Empower Jam oder was? Warte mal. Und Wahlgames immer vorsichtig bei Reflect Mobs, sonst killt man sich instant selbst. Ja. Aber nicht als Trapper. Traps machen doch. Ja. Aber das so an sich. Okay. Machen das. Aber was meinst du jetzt mit dem Bow plus 2 plus 1? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, ja. Plus 2 Bow Skills plus 1 All Skills. Okay. Davon bin ich ja weit entfernt. Brauchst dich gar nicht angeben mit dem Rain of Arrows, AOE-Effekt, Alter. Am Ende macht der Poison Arrow Trap
Ding überhaupt keinen Schaden. Es wird so kommen. Fertig mit dir. Glaube ich nicht unbedingt. Wir werden es testen. Ja, aber ich werfe jetzt halt zwei Traps, die halt Elemental Damage machen. Einmal Lightning, einmal Fire, weißt du? Die machen halt beide ordentlich Damage. Und nachher habe ich halt bloß eine Trap, die ich werfe. Die macht halt Chaos Dot. Und dann wird sich zeigen, was halt abgeht. Und Physical würde ich halt auch noch nutzen. Dann ist dein Potion Arrow Gem später 23, anstatt 20 mit Glück und Wahlorben, geht er dann auf 24 hoch. Das wäre mal krank, ey. Das wäre echt krank. Ach, stimmt, weil er droppt. Ja. Ein Chromatic Orb. Also, ich stehe kurz vor 22, Leute. Wir auch. Ein Kästchen halt noch ungefähr. Ja. Ah, hier ist der Boss. Der Boss, mein Freund. Jo, nice, nice. Was war das? Was war das? Das war die Maske. Die Blood Magic Maske zum zweiten Mal. Ach. Aber wesentlich besser als meine. Meine hat noch 100% Increased. Die könnte sogar tatsächlich mal jemand von euch benutzen. Weil du noch Legacy-Items hast, ja. Wahrscheinlich. Spell Damage, Strange, Lightning Damage, Lightning Resistance. Ja, plus 20% Increased Mana Cost of Skills. Ja, weil sie Blood Magic hat. Ja, vergiss es. So, guckst du den hier? What the fuck? Alter. Dich das selbst umbringt. Was hast du gemacht gerade? Ich hab die Ding rein, die Maske. 20% erhöhte Kosten bei einer 40% Aura mit Blood Magic. Hust. So kann man sich auch umbringen. Ah gut. Mal ein paar Videos reinziehen, die Mobs ticken binnen Sekunden runter, allerdings etwas geärgert. Ärgert, abhängig und denke so, ab Level 60 wird Poison Trapper erst richtig abgehen. Ab Level 60. Vielen Dank für diese großartige Motivation. Vielen Dank. Also gehen wir Crossroads und dann mal kurz TP back, ja. Oder? Weil Crossroads hat immer den TP so, dass man immer findet. Du hast es beim ersten Mal sogar geschafft, den zu übersehen. Ernsthaft? Ich glaube ja. Du musst nur der Straße entlang laufen und an der Kreuzung ist der TP. Ich glaube, wir haben ihn übersehen beim ersten Mal. Das Ganze ist gear-abhängig, meinte Klapsen gerade noch. Ich habe ja die beiden Trap-Gear-Items. Also von daher, glaube ich, bin ich gut aufgestellt. Wir werden sehen. Long. So, Leute, ich geh mal kurz in die City, wenn das okay ist. Jetzt geh halt noch hoch. Du bist doch ein Spezialist. Warum? Jetzt geh halt 2 Meter weiter, dann haben wir den TP ja, gleich mitgenommen. Ist ja, okay. Schlagt euch. Ich habe zu viele Chromatic Orbs im Inventar. Und um dich ein bisschen zu motivieren, die Fans hat Elgard noch geschrieben, sein Cyclone Discharge ging erst ab Level 70. Oh, nice. Ach, der Discharge on Power Crit, Critical Strike oder so ein Dreck, ja. Was ich mir zeigte. Du kriegst alle möglichen Charges durch Crit. Kranker Bild, ey. Und dann kommt der Discharge. Oh, Burning Arrow, Brian. Wo? Oh. Dann. Da. Da ist die Kreuzung. Ja, Waypoint. Ab in die City, Bild ausprobieren. Jetzt bin ich echt mega gespannt. Hello. Chromatic Orbs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Poison Arrow, bam, rein da.
genau dieselben Stats, nur dass es wirklich 100% Increased Mana Cost hat. Er cleant die Maps in 2 bis 3 Minuten. Quatsch. Da, Brian, das brauchst du. Bones Protect. Also ich habe jetzt auf der Trap auf jeden Fall schon mal Deals 42,2 Punkt Chaos Damage per Second. Klingt auch schon mal nicht schlecht. So, ich gehe mal kurz raus, das Testen hier. Ja, komm mit. Und dann muss ich aber gleich nochmal die City Support Gems einbauen. Nimmst du es auch gleich mit? Ja, aber Added Chaos Damage ist glaube ich erst ab Level 30 oder so. Ach, hier gibt's noch einen Gürtel. Ah, das, was du gerade im Chat gelinkt hast, hat er mit 6 linkt. Was denn? Der, was gerade im Chat verlinkt hat. Ach, diese Rüstung. Ja, der 6 linkt. Oh Mann. Wo sind denn meine beiden Added Chaos Damage Gems? Ab 33 mit Level 2. Okay, also ab 31 geht das los. Egal. Also Waypoint, auf geht's. Die Fenster und Tür sind Teleporter benutzt, oder? Ich kann Skills can't be used. Ich kann das nicht benutzen. Was soll Weil das? Weil du keinen Bogen in der Hand hast. Hä? Oder? Ich habe das in die Schuhe reingesetzt mit Support by Trap. Da hast du einen Bogen in der Hand. Nein. Ja, ist doch klar. Ich gebe nur mal den gelben Bogen, den ich dahin geworfen habe. Hier, nimm mal den. Benutze den mal und dann schauen wir, ob es dann geht. Ja, geht. Ja, ist klar, weil es ein Pfeilprojektil ist, weil es sich auf Basis deiner Waffe wahrscheinlich berechnet. Und weil der nämlich den Pfeil schießt und keine Giftwolke auslöst. Mal kurz testen, hier oben ist Gegner. Ja. Du bräuchtest irgendwas, was drüber springt. Mach mal bei den beiden Gegnern nichts, bitte. Da ist da einer. Werde gestalkt. Da ist einer. Wieso kippt der Instant um? Was soll denn das? Weil der einen massivsten Schaden macht, wahrscheinlich. Da. Okay. Der Poison Arrow macht ja auch On-Hit-Schaden. Ja, und zwar nicht gerade wenig. Okay. Okay. Also, wenn du eine Mine hättest, dann würdest du sehen, dass er einen schießt. Also brauche ich auf jeden Fall einen fucking Bogen. Okay. Ja. Kann ich dir später noch einen guten geben? Wobei, ich schau mal mit. Lasst mich doch nicht immer alleine.